Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Welcome to Bone City Box von Spitfire. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Welcome to Bone City von Spitfire, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Genre Rock. So sieht das Ganze aus. Eine schwarze Box, recht hoch. Es ist eine Metallbox in diesem Fall. Hier oben auf dem Cover lesen wir einmal den Namen der Band Spitfire. Dann haben wir darunter so eine Skyline, also diverse Wolkenkratzer. Sieht so nach Amerika aus. Und dann lesen wir hier noch Welcome to Bone City. Das Schild erinnert mich sehr stark an dieses typische Las Vegas-Sign. Und ja, in diesem Fall eben Welcome to Bone City darauf und nicht Welcome to Las Vegas. Ansonsten ist die Box hier komplett in Schwarz gehalten, also rundum in Schwarz in dieser Hochglanzoptik. Und auf der Unterseite haben wir dann noch einen Aufkleber. Also das Ganze ist hier so aufgeklebt. Hier lesen wir Spitfire Welcome to Bone City Limited Box enthält CD als Digipack, Fanschall, handsignierte Autogrammkarte und Sturmfeuerzeug. Dann haben wir die einzelnen Inhalte nochmal abfotografiert. So sieht das dann aus. Und hier zum Abschluss gibt es ja noch die Credits und einen Barcode. So, und was mir besonders gut gefällt, das würde ich mir generell für alle Boxen wünschen. Wir haben hier die Auflage. Und zwar lesen wir Welcome to Bone City Limited Special Box 101 von 450. Bedeutet, 450 ist die Gesamtauflage und meine Box in diesem Fall Nummer 101. Ja, schön, einfach so, dass man das Ganze hier transparent gestaltet und diese Limitierung etwas nachverfolgbarer, nachvollziehbarer macht. Geht mir generell bei vielen Boxen ab, diese Transparenz. Wir haben hier einmal den Fanschall, dann haben wir das Album an sich, dem Digipack, die Autogrammkarte sowie dieses kleine Metallschächtelchen hier und in diesem wird sich dann wohl das Sturmfeuerzeug befinden. So, von innen in Silber gehalten das Ganze, wie gesagt, eine Metallbox. Packen wir mal zur Seite und nachdem hier der Fanschall noch in der Folie ist, werden wir diesmal befreien. Jawohl. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Welcome to Bone City, also vom Cover her recht ident wie auch das Boxdesign. Aus dem Jahr 2015, es ist das zweite Soloalbum von Spitfire. Das Ganze kommt hier in einem Digipack. Auf der Seite lesen wir auch wieder Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 15 Stück an der Zahl. Hier unten haben wir dann noch ein Casino, also es sieht wirklich so nach Las Vegas aus. Und hier dann auch wieder Credits und Barcode. Okay, dann schauen wir mal hinein. Ah ja, gut. Hier ist einmal das Booklet. Okay, also wir haben hier die einzelnen Tracks mit der Info, wer das Ganze geschrieben hat, also beziehungsweise wer gesungen hat und wer für die Musik verantwortlich ist. Und was mir besonders gut gefällt, wir haben dann auch hier die Lyrics mit dabei. Also hier wirklich Song für Song, hier Wort für Wort mit dabei. Sehr schön. Dann haben wir die drei Bandmitglieder hier auf einer Doppelseite abgebildet. Die drei Herrschaften aus München. Weitere Tracks. Und zum Abschluss gibt es noch die Credits zum Album. Also wer hat sich da an diesem Album beteiligt. Und hier sehen wir auch, genau, das sind die drei Bandmitglieder. Also die nennen sich hier Dick Dropkick, Johnny Jailbreak und Nick Nitro oder Nitro. Ja, dann haben wir noch die weiteren Infos, wer daran beteiligt war, Mixing, Mastering etc. etc. Was ich jetzt rein von diesem Digipack sehr spannend finde, packen wir erstmal das Booklet wieder rein, ist rein schon so das Format. Also das ist echt, das ist sehr unüblich, aber dass das von der Höhe her mehr ist als von der Breite. Also das ist echt ungewöhnlich, dieses Format sieht man sehr selten. Hier haben wir auch nochmal die drei Herrschaften auf diesem
Sofa auf dieser Couch hier sitzend. Und dann lesen wir hier WCBT bzw. WCTBC, glaube ich. Welcome to Bone City. Nein, okay, dann müsste es WTBC heißen. Also Welcome to Bone City. So sieht das aus. Credits sage ich schon. Hier dann auch wieder dieses Kreuz. WTBC. So viel zum Album. Dann haben wir eine Autogrammkarte mit dabei, die allerdings wohl in der Schachtel etwas zu Schaden gekommen ist, denn es ist hier etwas sehr stark geknickt worden. Ich gehe mal fast davon aus, dass dieser Inhalt hier, dieses Metallschächtelchen, das Ganze irgendwie hier beschädigt haben dürfte. Wir haben hier die drei Herrschaften, so wie wir es schon kennen, auf dieser Couch sitzend. Allerdings haben wir hier oben rechts noch den Spitfire-Schriftzug und dann haben hier alle drei unterschrieben. Also links Johnny, rechts Nick und in der Mitte Dick. Die drei Typen hier allesamt mit weißem Stift. Und auf der Rückseite ist das Ganze in so einer Postkartenoptik. Also so sieht das aus. Autogrammkarte im Querformat. Dann haben wir mit dabei einen Fanschall. Dieser ist in schwarz-weiß gehalten. Hier auf der einen Seite lesen wir einmal groß, in der Mitte Spitfire. Dann hier wieder mit diesem Kreuz WTBC. Ebenso auf der rechten Seite. Die Fransen dann in schwarz. Und auf der Rückseite lesen wir dann hier den Albumtitel Welcome to Bone City. Dieser Fanschall ist, hier haben wir es, wenn es dann mal fokussieren würde. Und zwar ist dieser in, Moment, also 100% Acryl. Das ist, glaube ich, bei allen diesen Fanschalls so. Und dann haben wir hier noch Made in China. Okay, Grüße gehen raus. Und packen wir den Fanschall mal wieder zur Seite. Und kommen zum letzten Boxinhalt. So sieht das aus. Spitfire Dust and Bones. Also ein silbernes Schächtelchen, hier oben schwarz bedruckt. Ja, Dust and Bones, das heißt so viel wie Staub und Knochen oder Erde und Knochen. Geht dann hier auf. Und dann haben wir hier das Feuerzeug. Also das ist hier echt edel gemacht in so einem schwarzen Pölsterchen hier untergebracht, auch wenn ich es jetzt gerade nicht rausbekomme. So, aber jetzt, also ihr seht, hier ist so ein schwarzes Innenfutter, in dem das Feuerzeug Platz findet. Wir haben hier einmal eine Gebrauchsanleitung, einen Warnhinweis bezüglich dieses Feuerzeugs. Ja, das erspare ich euch an dieser Stelle. Ich glaube, jeder von euch weiß, wie er mit einem Feuer verantwortungsbewusst umzugehen hat. Und dann schauen wir uns das Ganze noch an. Also, das Feuerzeug in schwarz. Hier oben lesen wir dann Spitfire. Hier dann auch wieder WTBC. Rückseite blank schwarz. So sieht das Ganze dann von innen aus. Ja, ist natürlich jetzt nicht gefüllt. Die dürfen gefüllt nicht verschickt werden. Also ihr müsst es dann entsprechend befüllen. Und dann könnt ihr dieses Feuerzeug natürlich zum Einsatz bringen. So, wir packen das hier mal wieder rein. Sowohl den Warnhinweis als auch das Feuerzeug an sich. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieses eben gezeigte kleine silberne Schächtelchen inklusive des Sturmfeuerzeugs. Dann haben wir den Fanschall in schwarz und weiß gehalten, beidseitig bedruckt. Die unterschriebene Autogrammkarte, Unterschrift von allen drei Bandmitgliedern hier, Postkartenformat und rechteckig, also im Querformat. Sowie natürlich das Album an sich, Welcome to Bone City, im Digipack. Insgesamt 15 Tracks hier mit drauf. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Welcome to Bone City von Spitfire.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Spitfire unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.